wird man sogar, kommt man sogar erzählt, das ist jetzt aufgezeichnet und so, das mache ich mal klein. Ja, warum erzähle ich heute oder warum beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Hotwire und was ist das überhaupt? Da kommen wir ja gleich dazu, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich beschäftige mich damit, weil ich eine Typo-3-Integration gerade schraube. Da bin ich schon, ja, ich glaube, 1 bis 1,5 Monate Vollzeit mit beschäftigt. Immer mal wieder zwischen, wenn ich halt Zeit habe, zwischen den anderen Jobs, die ich mache. Initiiert wurde die ganze Geschichte durch einen Job. Ich arbeite gerade mit Sascha Egerer zusammen an einer großen Kundenwebseite und es gibt einen großen Relaunch und da planen wir das dann auch entsprechend einzusetzen. Und dann habe ich mir das habe ich mich dem Thema angenommen und dann halt so quasi Proof of Concept gemacht, weil wir mit dem Relaunch noch nicht so weit sind und dann einfach so lange in meiner Freizeit weitergeschraubt, bis ich dann so einigermaßen zufrieden war. Und da fehlt auch noch ein gutes Stück, aber das ist sozusagen mein Background, weswegen ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, durch den Anstoß. Und weil ich gesehen habe, dass da viel Potenzial ist. So ganz viel, ups, muss ich mal meinen Fokus, so ganz viel Blabla, aber was ist eigentlich Hotwire? So, das klingt ja irgendwie ganz interessant. Habe ich von der Webseite geklaut. Also ist irgendwie ein alternativer Ansatz, um moderne Web-Applikationen zu bauen, ohne viel JavaScript. Und irgendwie geht es darum, keinen JSON über die Leitung sozusagen zu versenden, sondern HTML. Wenn ihr, also für die Leute, die sich mit JavaScript-Frameworks schon beschäftigt haben, also sowas wie React oder Vue oder Svelte oder sowas. Da ist es ja meistens so, dass auf der HTML-Seite nur so ein Tag ist, mit der ID-App oder sowas. Und dann kümmert sich dieses Framework dann über diese Templates, die man in JavaScript schreibt, halt diese gesamte, das ganze HTML aufzubauen. Und wenn dann irgendwelche Daten gebraucht werden, dann müssen die natürlich da irgendwie reinkommen. Und weil dieses ganze HTML in JavaScript im Browser aufgebaut wird, müssen die Daten halt irgendwie geholt werden, halt per JSON dann über einen REST-Endpoint oder sowas ähnliches. Und das ist total cool. Ich habe auch schon viel damit gearbeitet, aber hat durchaus keine geringe Komplexität und ist auch schwer, das oder schwierig in vielen Fällen das gut und performant und schön hinzubekommen. Und dann hat man noch nicht an SEO gedacht. Und außerdem kommen wir ja alle aus der Typo3-Welt und in der Typo3-Welt haben wir ja halt quasi so ein Tool, dieser Server, dieses CMS, was uns ja eh schon HTML rendert und sozusagen, das ist die Idee. Also nicht viele JSON-APIs zu bauen, sondern das zu verwenden, was man schon hat. Aber was heißt das konkret? Also wie kann das denn funktionieren? Jetzt irgendwie Templates und kein JavaScript und trotzdem so Interaktivität und moderne Web-Applikationen, das klingt ja eher so nach ganz viel JavaScript. Und ja, stellt sich raus, Hotwire ist auch eine JavaScript-Library, beziehungsweise nicht nur eines. Also unter dem Namen Hotwire gibt es noch zwei Unterbrands sozusagen. Es gibt einmal Hotwire Turbo und Hotwire Stimulus. Wobei ich heute ausschließlich über Stimulus, über Turbo erzählen werde. Stimulus ist doch, ist schon ein bisschen mehr sowas wie, wie Vue oder React oder sagen wir mal, für die Leute, die es kennen, das ist ein bisschen sowas wie, Petite Vue oder wie heißt das andere Bekannte aus der Laravel-Welt? Fällt mir gerade nicht ein. Also, wo man halt so ein bisschen HTML-Attribute schreibt und dann ist das Framework, das reichert das dann so mit ein bisschen Interaktivität an. Darum geht es heute nicht. Es geht heute um Turbo, also irgendwas mit HTML. So, aber ja, echt jetzt? Also noch eine JavaScript-Library, so, gibt schon so viele, muss ich mich damit auch noch beschäftigen. Ging mir auch ein bisschen so am Anfang, so, warum jetzt irgendwie das und was ist da jetzt irgendwie das Besondere und was hat das sozusagen mit meinem Alltag zu tun? Warum ist das jetzt viel cooler als Vue? So, Vue kann ich schon, React kann ich schon. Warum muss ich das jetzt nehmen? Und ja, ich habe es mir angeschaut und auch zusammen im Gespräch mit Sascha dann gemerkt, ja, nee, doch, das macht Sinn, gerade in so einer Typo3-Applikation. Und das Projekt, das wir hatten, ist halt eine große Typo3-Webseite.
eben genau nicht hinzugehen und für alles, für alle Stellen der Webseite, das ist einfach so eine Firmenwebseite, an denen wir ein bisschen Interaktivität brauchen, da irgendwelche JSON-APIs zu bauen, sondern vielleicht das ein bisschen klassischer zu machen. Also klassischer im Sinne von serverseitiges Fluid Rendering. Und das ist sozusagen auch damit, womit Hotwire Turbo ins Feld sieht und sagt, ja, behalte deine monolithische Server-Applikation, also in unserem Fall Typo 3, und behalte dein Server gerendertes HTML, also für uns halt Fluid. Und dann ist sozusagen das To-Do, um die Interaktivität zu bekommen und die Dynamik und die Snappiness sozusagen, um ein englisches Wort zu benutzen, zu bekommen, bindet man einfach ein JavaScript-Modul an. Also Turbo ist halt ein JavaScript-Modul, das bindet man im Header der Webseite ein, verändert ein kleines bisschen was an den HTML-Templates, also keine Zeile JavaScript, wirklich nur HTML. Das JavaScript ist ja oben schon eingebunden und zack, hat man Interaktivität. Im Detail gibt es immer noch hier und da etwas zu tun, aber das ist sozusagen die Hauptidee, wenig Aufwand zu haben oder wenig zusätzlichen Aufwand zu dem, was man eh schon hat, zu einer Typo3-Webseite, sage ich jetzt mal, und wirklich mit diesem wenigen Aufwand ganz tolle Ergebnisse zu erzielen. Man wird damit jetzt keine hyper-duper iPhone-App sozusagen bauen können, die total interaktiv ist und super komplexe Dinge hat, aber man kann sehr, sehr komplexe Dinge damit bauen. Genau, und Hotwire, das ist, wollte ich auf alle Fälle auch mit euch teilen, weil ich das cool finde. Der Name ist gleichzeitig ein Akronym, steht für HTML over the Wire. Es kommt aus der Ruby-Ecke. Es ist quasi erfunden, gebaut von den Erfindern von Ruby on Rails, der Ruby on Rails Erfinder hat auch Basecamp gegründet. Das ist so eine Projektmanagement-Software. Und gleichzeitig auch Hello. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein E-Mail-Dienst, relativ neuer. Ich glaube, so Anfang Pandemiezeit, so 2020, Ende 2020, irgendwie sowas, ist der an den Markt gekommen. Und all das, also Ruby on Rails ist ja eh quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie X-Base sozusagen, für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen. Und ehrlicherweise ist X-Base halt also hat ganz viel Inspiration, oder Flow sozusagen hat ganz viel Inspiration von Ruby on Rails genommen. Genau, ist aber eher so ein Framework und on top darauf kann man halt Dinge machen, wie zum Beispiel eine Projektmanagement-Software Basecamp oder Hello. Und GitHub ist übrigens auch eine Rail-Applikation und die nutzen mittlerweile, habe ich neulich zufällig entdeckt, auch Hotwire Turbo. Um diese, ne? Also ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wenn ihr da irgendwelche Links klickt, dass nicht die gesamte Seite geladen wird, sondern nur Teile davon oder dass Teile der Seite aktualisiert werden oder wenn man gerade eine Nachricht tippt, dann seht ihr plötzlich, dass da eine neue Nachricht reinkommt von jemand anders, der die getippt hat und so weiter. Genau, aber so vielleicht reicht das jetzt schon mal als Einführung oder als wörtliche Einführung, weil mir, also ich habe auch ganz viel gelesen vorher, ich habe es erst richtig verstanden, als ich es quasi mir angeschaut habe und in Verwendung hatte. Und darum habe ich eine kleine Demo gebaut. So, und diese Demo ist jetzt natürlich verdeckt durch meine Leiste. Kann ich diese Leiste eigentlich verstecken in Zoom? Also verschieben geht auf jeden Fall, ganz verstecken weiß ich gar nicht. Schieben. Aber wir sehen sie nicht, also nur du. Ja, okay, ich sehe sie. Genau. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Gehe aus dem Fullscreen raus. So. Das ist im Prinzip, das habe ich jetzt quasi nachgebaut, das ist eigentlich statisches HTML mit ganz, ganz wenig bisschen PHP, weil ich so ein bisschen Formulare zeigen wollte. Aber im Prinzip ganz so uralt HTML und PHP gemischt sozusagen. Nichts Spektakuläres als Styling, damit es ein bisschen nach was aussieht, habe ich einfach so ein Bootstrap mir da reingezogen. Genau, und das ist eine ganz normale Webseite. Das heißt, wenn ich hier irgendwelche Links klicke, dann seht ihr hier oben, der Browser zeigt das. Seht ihr meine Maus eigentlich? Ja, dann müsstet ihr sehen. Ja. Genau. Seht ihr hier oben, könnt ihr da, ne, da müsst ihr jetzt mal drauf achten, jetzt im Laufe der Präsentation, macht der Browser hier was, und wenn der Browser hier oben was anzeigt, heißt, die gesamte Seite wird neu geladen.
Genau, kann ich hier ranklicken und kann mir so irgendwie angucken, was hier so passiert. Und dann passiert hier auf der Frames-Seite passiert noch ein bisschen was Interessanteres. Also ihr seht, ich habe jetzt Turbo quasi noch nicht eingebunden. Das habe ich explizit quasi auskommentiert aus dem Source Code. Nur um zu demonstrieren, dass quasi eine schon bestehende Applikation, also eins, ne, was komplett serverseitig dargestellt wird, dass das dann angereichert wird. Genau, und diese Applikation funktioniert dann so. Ich habe hier irgendwie drei Frames, was auch immer dann ein Frame ist, das sehen wir dann gleich. Wenn ich hier dann auf einen Link klicke, dann komme ich auf sowas, so eine Art wie eine Detailseite, kann dann wieder zurückgehen. Second Frame genauso, bin ich auf dem zweiten. Ich kann von dem Second Frame quasi in den, ne, kann ich direkt auf die Detailseite vom zweiten und so weiter gehen. Ich kann auch zurück auf die Homepage springen. Das ist so ein bisschen diese Applikation, also diese Funktionalität. Dann habe ich hier ein Formular, auch alles altbekannt. Ich kann das abschicken, das Formular. Dann gibt es hier eine Validierung. Zumindest ein paar Sachen werden validiert. Alles habe ich keinen Bock gehabt nachzubauen, deshalb habe ich das hier schon vorausgefüllt. Wenn ich hier das eingebe und abschicke, dann schlägt immer noch Validierung fehl. Dann kann ich das richtig abschicken. Und dann komme ich auf so eine Danke-Seite und von der Danke-Seite kann ich wieder zurück. Also alles so pretty standard sozusagen. Und weil man, wenn man irgendwelche JavaScript-Frameworks oder überhaupt irgendwas vorstellt, baut man ja immer ein To-Do-List-Example. Habe ich jetzt auch mal schnell so ganz rudimentär nachgebaut. Jetzt quasi in der kompletten Server-Side-Variante. Ich sage hier, erstelle eine, jetzt muss ich wieder ein bisschen verschieben, so, erstelle ein neues To-Do. So, sage Create, dann komme ich wieder zurück, dann habe ich hier meine To-Do. Dann habe ich hier noch einen Delete-All-Button, den kann ich drücken. Und dieses To-Do geht einfach irgendwie nie weg bei mir. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist irgendwie ein Bug vielleicht. Sollen wir dann mal gucken. So, das Ganze wird nicht in der Datenbank gespeichert, sondern in der Session. Die lösche ich jetzt mal, damit wir hier wieder die ursprüngliche To-Do-Liste haben. So, und jetzt switche ich in den Source-Code. Und zwar quasi in den Header-Bereich. Und da seht ihr, das ist jetzt der Header-Bereich von meiner Beispielseite. Da habe ich das Einbinden von Turbo. Das habe ich jetzt einfach hier von einem CDN genommen. Das macht man natürlich, wenn man das jetzt auf einer eigenen Seite einsetzt, würde man das halt quasi lokal dann runterladen oder so. Aber zu Demonstrationszwecke ist das ziemlich cool. Jetzt binde ich sozusagen das Turbo ein. Und ehrlicherweise ein bisschen was habe ich in den Templates schon vorbereitet. Aber im Wesentlichen die erste Funktionalität, die ist dann wirklich schon transparent, einfach da, ohne dass ihr irgendwas macht. Und diese Funktionalität, ich lade jetzt, ich gehe mal auf die Homepage, lade die mal neu. Diese Funktionalität heißt Turbo Drive oder ist von den Hotwire-Leuten Turbo Drive genannt. Turbo Drive oder sagen wir mal, dieses JavaScript, der JavaScript-Teil von Turbo, der da eingebunden wird, der schaut sich, wenn das JavaScript eingebunden ist, jeden einzelnen Link auf der Webseite an und lädt diesen Link dann nicht mehr quasi, also greift sozusagen per JavaScript das ab und lädt dann diesen Link, das HTML, das sich hinter diesem Link befindet, per Ajax nach. Also das können wir jetzt hier dann auch sehen. Also ich kann mal hier einmal auf Turbo Drive klicken. Die URL wird ganz normal verändert. Aber wenn ihr hier aufmerksam auf diese Weltkugel sozusagen guckt, dann seht ihr, da passiert gar nichts mehr. Da dreht sich gar nichts. Das wird per Ajax geladen. Ich kann es auch noch mal so, kann es auch hier noch mal zeigen. Ich habe hier quasi in diesem Netzwerk, also Netzwerkinspektor vom Chrome, habe ich halt angestellt, dass nur Ajax-Requests angezeigt werden und das sind hier wirklich ganz normale Links. Und diese Links werden per Ajax geladen. Und wenn ich mir angucke, was befindet sich dahinter, dann sieht man, naja, das ist die ganz normale Webseite. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die ich vergessen habe. Das geht alles nämlich viel zu schnell, deshalb habe ich ein bisschen
Delay eingebaut. Das habe ich aus Versehen doch nicht auskommentiert. Warum geht das denn so schnell? Wird verwirrt. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Also quasi ein bisschen serverseitiges zu. Ah ja, okay. Es war zu schnell. Und was Turbo Drive auch automatisch macht, das seht ihr jetzt hier oben, ist, wenn Seiten ein bisschen, also wenn beim Ajax-Request es ein bisschen zu lange dauert, also das kann man einstellen, wie sozusagen der Threshold, ja, also wie die Grenze ist, kann man einstellen. Also 200 Millisekunden, glaube ich, sind Standard oder 300, ich weiß nicht mehr genau. Und wenn das halt darüber, also wenn das Laden darüber hinausgeht, dann würde das für Benutzer ja irgendwie zu Irritationen kommen, wenn ich da drücke und da passiert nichts. Deshalb wird dann hier oben, oder das macht quasi Turbo Drive automatisch, wird so ein Ladebalken eingeblendet. Den muss man nicht haben, aber standardmäßig ist er da. Den kann man auch stylen, wie man den möchte, kann farbig machen, kann den größer, kleiner machen. Das ist alles kein Problem. Man kann den auch komplett deaktivieren, beziehungsweise ich glaube, deaktivieren kann man ihn nicht, aber man kann ihn dann halt per CSS dann komplett ausblenden. Dann hat man das nicht. Aber das finde ich auf alle Fälle ganz cool. Für Benutzer ist es komplett transparent. Also man sieht hier, die URL wird ganz normal quasi weitergereicht. Und wenn ich die Seite dann wirklich hier oben kopiere, bookmarke oder dann hier neu lade, dann ist, ne, also funktioniert das einfach ganz automatisch. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, ich kann hier Browser Back, kann ich auch ganz normal benutzen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Das ist alles bei Ajax geladen worden. Da ist es schon relativ aufwendig, das dann hinzubekommen, dass auch die Browser-History funktioniert. Aber das ist umso wichtiger, damit es für Benutzer quasi da nicht zu, ja, zu komischen Erfahrungen sozusagen kommt, ne? Dass sie nicht überrascht sind, okay, warum ändert sich die URL nicht oder wenn ich Back drücke, warum bin ich dann irgendwie plötzlich bei Google wieder und nicht auf den vier Seiten davor, die ich hier schon annavigiert hatte. Genau, zusätzlich wird noch so ein Caching mitgeliefert. Das heißt, insbesondere wenn ich jetzt hier Browser vorwärts und rückwärts mache, dann geht überhaupt kein Request mehr raus, wenn ich das hier lösche. Das wird quasi komplett gecached. Das kann man auch einstellen, aber so die Defaults, damit kann man gut leben. Und wenn man diese ganze Funktionalität vielleicht doch nicht möchte oder es einem irgendwie, ne, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ob ich das jetzt unbedingt auf so eine große Webseite loslassen möchte, das muss man schon gut testen. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit, dann kann man das auch deaktivieren. Aber standardmäßig kommt das einfach mit und also ich würde ihm zumindest eine Chance geben. Genau, das ist Turbo Drive. Turbo Frames, da kommen wir dann schon eher so ein bisschen ans Eingemachte, was ich mir als erstes auch angeschaut habe und was mich letzten Endes dann auch überzeugt hat. Ihr habt ja gesehen, als das JavaScript mich nicht aktiviert hatte, habe ich hier diesen Link angeklickt und ich bin auf einer komplett anderen Seite gelandet. Mit dem JavaScript aktiviert passiert jetzt ein bisschen was anderes. Es passiert ein bisschen was anderes, weil das nicht ein Link ist, so wie hier oben, der quasi völlig alleine für sich steht, sondern es ist ein Link, das zeige ich euch jetzt mal kurz im HTML-Quelltext. Wenn ich es denn finde, Frame, genau, der ist hier. Das ist ein Link, der innerhalb eines neuen, also quasi durch Hotwire Turbo eingeführten neuen HTML-Element, das ist das sogenannte Turbo-Frame-Element. Ja, und Turbo, also wenn sozusagen das Framework ein Turbo-Frame-Element findet auf der Seite und ich klicke einen Link, der sich innerhalb dieses Frames befindet, dann wird nicht mehr die gesamte Seite neu geladen, sondern dieser Link oder das Ergebnis dieses Links wird quasi innerhalb dieses Frames ersetzt. Also wie sieht das aus? Ich klicke auf First Frame und hier habe ich jetzt quasi den Inhalt des Frames. Und woher weiß sozusagen Turbo, wenn ich mir jetzt hier den Network-Tab angucke und sehe Frame 1, da ist wirklich eine komplette HTML-Seite mit ganz viel Zeugs drin, aber irgendwo in dieser HTML-Seite, vielleicht finde ich es jetzt gleich, ist auch ein Turbo-Frame, genau, hier ist ein Turbo-Frame. Und dieser Turbo-Frame hat exakt dieselbe ID wie dieser Turbo-Frame, aus dem ich den Link angeklickt habe. Und das ist sozusagen das Kernfeature oder eins der Kernfeature von Hotwire Turbo, ist
Ich fange die Links innerhalb eines Frames ab und wenn die HTML-Antwort, die ich dann bekomme, auch denselben Frame hat, dann ersetze ich den Inhalt des Frames der aktuellen Seite mit dem, was sozusagen das HTML zurückgibt. So, bevor ich weitermache, ein kurzer Blick in die Runde. Soweit klar? Habt ihr Fragen dazu? Daumen hoch habe ich nur gesehen, Kopfschütteln. Du hast vorhin gesagt, mit diesem bei großen Seiten würdest du das eventuell nicht machen. Ja, weiß ich nicht, genau. Ja, muss man schauen, genau. Ja. Also weil der das im Hintergrund ständig vorlädt schon oder nee, warum Nee, er lädt macht es er nicht nicht? vor, aber ich keine Ahnung, es ist halt eine neue Technologie. Ich bin halt nicht ganz Okay. so sicher, was, ne, also ich kenne sie nicht so gut. Also ich habe den Eindruck, als ob das wirklich gut funktioniert. Aber ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Was passiert, wenn Benutzer 500 Seiten anklicken? Was passiert mit dem Cache? Wie ist da die Cache-Invalidierung? Das sind einfach komplexe. Also ich stelle mir sozusagen vor, was müsste ich alles machen? Was müsste ich alles programmieren, um diese Funktionalität bereitzustellen? Und sehe da eine Million Fallstricke. Und ich habe den Eindruck, dass diese Leute, die das gemacht haben, also entweder auch über diese Fallstricke schon gestolpert sind und das gefixt haben, oder halt nicht über diese, ja, und ja, genau, und das schon gefixt haben. Oder es sind vielleicht doch noch ein paar Bugs drin, die, ne, wo dann vielleicht irgendwas nicht nach Erwarten funktioniert. Das ist einfach so, ich kann es noch nicht so genau sagen. So mein Gefühl war, ich stelle es lieber erstmal aus, ich schaue mir diese Frames an, weil das ist sozusagen ein bisschen kleinerer Scope. Da gibt es ein Frame-Element und wenn da was geklickt wird, dann mach sozusagen da drin was. Das scheint mir irgendwie einfacher zu sein, in Anführungsstriche, was da gemacht werden muss. Und ist auch vor allem einfacher, wenn was schief läuft, einfacher zu verstehen, was schief läuft. Genau. Okay. Aber grundsätzlich, sie bewerben damit, das könnte man bei GitHub vielleicht auch nochmal gucken kann, also weiß ich gar nicht genau, früher haben die was anderes gehabt, das Hotwire Turbo ist jetzt noch nicht so alt, kann sein, dass GitHub das zum Beispiel nutzt und dann, ne, also wenn ich jetzt rausfinde, GitHub nutzt das auch, dann würde ich denken, die Seite ist groß genug, wobei das auch nur so ein spezieller Scope ist, ja. Wie groß ist Müsste denn man deine schon. Seite? Wie groß ist denn deine Seite? Das sind, ich glaube, 8 Länderseiten und pro Länderseite, die Länderseiten sind unterschiedlich groß, aber jedes Land hat irgendwie ein paar tausend Seiten, also das ist groß. Okay, Das also ist auch schon. wirklich komplexes, also auch eine komplexe Darstellung und mit Solr, irgendwie, das Solr hat jetzt nichts mit dem Browser und so zu tun, aber das ist einfach schon mal ein bisschen größer. Genau, und ja, mit dem Performance-Effekt, also wir werben auch damit, dass es schneller ist und das scheint mir auch plausibel, weil es ist tatsächlich so, wenn Browser, also das Übertragen des HTMLs ist nur ein Bruchteil der Zeit, die verbraucht wird beim Browser. Ganz viel der Zeit geht damit drauf, das HTML, nicht das HTML, das CSS und das JavaScript, was ja auf jeder Seite auch drauf sein muss, nochmal durchzuparsen. Da geht nicht unerheblich Zeit drauf, zumindest auch so die Aussage von denen und das scheint mir auch plausibel zu sein. Und der Performance-Gewinn kann dann schon erheblich sein. Die Seite, ne, das Typo 3 ist, da müsst ihr nichts optimieren, ihr bindet das ein und dann fühlen sich eure Seiten schneller an. Das ist auf alle Fälle etwas, das würde ich ausprobieren. Genau, so, dann weiter im Text mit den Frames. Genau, dem nicht genug. Es gibt ja noch ein paar Spezialfälle. Also ich habe jetzt hier irgendwie, ne, First Frame, ich habe hier Second Frame, dann wird der Second Frame geladen. Ich mache mal die Seite wieder ein bisschen schneller. Doch ein bisschen zu langsam so. So, Third Frame wird geladen, ne? Alles fein. Wenn ich wieder auf Overview klicke, dann wird quasi wieder diese Seite hier geladen und auf dieser Seite ist ja auch dieser Frame, deshalb kann ich hier quasi wieder zurückkommen. Alles passiert nur im Kontext des Frames. Ihr seht auch, ne, ich bin hier auch irgendwo hingescrollt. Ja. Das funktioniert alles schön. Ist ein sehr abstrakter Anwendungsfall, aber vielleicht fallen euch konkretere Beispiele ein, was aber auch noch geht. Also ich kann links nicht nur sagen, okay, ja, da ist kein Attribut dran, sozusagen einfach Standardverhalten, lad das, wenn du einen Frame findest, hier in den Frame rein. Ich kann jedem Link auch sagen, lad das nicht in mich rein, sondern lad das in einen anderen Frame rein, den du auf der Seite findest. Also hier habe ich einen Link Third Frame
das ist dieser hier. Wenn ich quasi in dem ersten Frame darauf klicke, dann wird hier was geladen. Und wenn ich in dem dritten Frame sage, lade was im Second Frame, dann wird hier was geladen. Oder wenn ich einen Link habe, kann ich hier nochmal kurz demonstrieren, der wird dann auch bei Ajax geladen. Ich klicke hier auf Home, der wird bei Ajax geladen, hier Demo. Turbo sieht, da ist diese Frame-ID gar nicht drin. Dann ist es wohl gemeint, dass das hier eine normale Seite ist und konvertiert das quasi zu einem normalen Seitenbesuch, ändert die URL und ich lande dann auf der Homepage. Das ist quasi alles automatisch und macht sozusagen das Framework. Ich muss quasi ein bisschen helfen, das kann ich vielleicht technisch, ist das auch super einfach. Diesem Link habe ich gesagt, weiß nicht, ob ihr das zoomen sehen könnt, Data Turbo Frame, das ist einfach ein Data-Attribut, was man sagen kann, lade das bitte in diesen Link bitte in Frame 3. Das muss natürlich dann Sinn ergeben, ne? Da muss man das HTML ein bisschen anpassen und dann sagen, wenn man einen Anwendungsfall hat, dass dann das in einem anderen Frame geladen werden soll. Genau, ein anderer schöner Anwendungsfall ist ein Kontaktformular. Das hat ja vorhin auch quasi, ne? Das Kontaktformular ist auf der Seite und die ganze Seite wird neu geladen. Das ist jetzt auch mit einem Frame quasi umgeben. Wenn ich jetzt hier dann Submit sage, dann wird der Frame neu geladen. Ich habe das alles hier. Und Bonus-Feature, wenn ich hier eine Postleitzahl eingebe, Agree, ich schicke es ab. Dann wird die Danke-Seite, weil auf der Danke-Seite quasi auch ein Frame ist mit derselben ID, lande ich nicht auf der Danke-Seite, sondern ich kann das wirklich in place dann. Ne? Also der Inhalt ist quasi eigentlich woanders. Der ist auf dieser Danke-Seite, kann ich euch hier nochmal zeigen. So hier, Form Thanks, kann ich öffnen, Open in New Tab. Und dann seht ihr auch, hier ist die Danke-Seite. Die hat auch irgendwie alle Inhalte. Aber dadurch, dass es hier in diesem Turbo-Frame ist, wird das hier quasi in place. Dann kann ich wieder zurück Show Form, wird das hier angezeigt. Genau, das fand ich schon auf alle Fälle ziemlich cool. Und da setzen, also es gibt noch ein paar Funktionalitäten von Frames. Eine davon schauen wir uns gleich im Kontext von Typo 3 nochmal an. Es gibt noch ein paar zusätzliche, die jetzt, glaube ich, erstmal nicht ganz so relevant sind, die auf alle Fälle aber auch sehr cool sind. Aber unabhängig von Turbo Frames gibt es auch noch sogenannte Turbo Streams. Ich hatte ja vorhin gezeigt, hier To-Do-List-Example, ne, das ist alles serverseitig, hat alles funktioniert. Jetzt möchte ich diese To-Do-List-App ein bisschen, App in Anführungsstrichen, ein bisschen snappier haben. Und dann lösche ich hier mal das und klicke hier auf den Add-New-Button und klicke drauf und zack, wird hier was Neues angezeigt. Und die Turbo Streams sind so ähnlich wie, beziehungsweise hier habe ich, genau, hier habe ich noch nicht Stream, das ist ein ganz normaler Frame, genau, also mit dem Drücken dann drauf, ich lade immer neu, so, sorry, Add New, das ist einfach, weil es in einem Frame ist, wird quasi das in einem Frame geladen. So, wenn ich jetzt aber Create sage, dann wird hier ein neues Element hinzugefügt. Dieses Element ist aber gar nicht in diesem Frame hier. Also ich habe hier einen Frame irgendwo, genau hier ist ein Frame, aber die To-Do-Liste ist völlig unabhängig. Die hat auch eine ID. Aber hier ist jetzt quasi ein neues Element erschienen. Wie ist das passiert technisch? Ich habe hier die To-Do-Form. So, genau. Ich habe quasi einen kleinen PHP-Controller, der feststellt, wenn eine Anfrage kommt, die, wo ist es hier? Das ist der Request. Sieht man Response? Request, genau. Hier ist es. Wenn eine Anfrage kommt, die von Turbo selbst sozusagen geschickt wird, Turbo selbst schickt dann folgenden Accept Content Type sozusagen mit und sagt, ah ja, du kannst mir entweder HTML zurückschicken oder aber ein Content vom Typen Text-VND-Turbo-Stream-HTML. Und wenn mein Controller das auswertet und sagt, ah ja, okay, das ist also hier das Turbo-Stream, dann kann ich hier ein bisschen Progressive Enhancement machen
und schicke quasi nicht die gesamte Seite zurück, sondern ich schicke Anweisungen mit, wie die Seite bearbeitet werden soll, und schicke dann hier sogenannte Turbo Stream Tags einfach zurück. Und dieses Turbo Stream hat verschiedene Aktionen, die ausgeführt werden können. Also in dem Fall sage ich einfach, ah ja, liebe Aktion, hänge diesem Element hier, der To-Do-List, das ist hier meine ULLI-Liste, hänge folgendes Element an dieses Element an. Und die zweite Stream-Action, die ist Replace. Ach, übrigens hier dieses New To-Do, das ersetze mit folgendem HTML. Also ich sage sozusagen, um es jetzt nochmal zu zeigen, ich habe hier sozusagen die Create-Action. Wenn ich hier Create drücke, damit ich hier wieder quasi lande bei diesem Add New und den Delete All-Button, ersetze ich das quasi mit den Buttons dann nochmal. Das sind sogenannte Turbo-Streams. Also es gibt halt Append, es gibt Prepend, es gibt Replace, also mehr oder weniger diese üblichen CRUD-Operationen, also Create, Read, Update, Delete sozusagen, alles kann man mit denen machen. Und was ich daran sehr cool finde, ich muss schon ein bisschen was anfassen, ich muss in meinem Controller sozusagen genau auf diese Unterscheidung reagieren. Ist es jetzt eine normale Anfrage oder ist es eine Turbo-Anfrage? Aber was ich letzten Endes machen kann, vielleicht kann ich das ein bisschen illustrieren. Ich habe hier auch sowas wie Partials. Ich habe hier auch diesen Controller. Das ist wirklich mega hässlich, aber so, ne? Also das ist sozusagen, das ist die einzige Unterscheidung, die ich jetzt dafür einbauen musste. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ja, also ich schaue mir sozusagen an, bist du ein Turbo Stream? Dann mache sozusagen diese Aktion, rendere. Achso, bist du kein Turbo Stream? Dann mach einfach einen Redirect. Geh wieder dahin zurück, woher du gekommen bist, dann funktioniert schon alles. Oder wenn du ein Stream bist, dann render sozusagen dieses Partial und das ist quasi ein spezielles mit Turbo Stream Tags. Und das kann ich mir mal anschauen. Und da drin muss ich halt irgendwas bisschen mit Turbo Stream machen, aber letzten Endes, da drin verwende ich trotzdem das normale To-Do-List Partial sozusagen, was ich eh auch schon für das Rendern der normalen Liste verwende, ne? Also dieses To-Do-List verwende ich eh schon und dann verwende ich das wieder. Also ich muss ein bisschen neuen Code schreiben. Also ich muss halt diese Unterscheidung im Controller machen. Ich muss quasi ein neues Stream-Ding für diese Aktion sozusagen bereitstellen. Aber es ist nicht viel Code. Und das, was ich jetzt hier manuell gemacht habe, das ist auch der Plan. Ich habe Streams noch nicht eingebaut in die Typo3-Integration. In Rails ist das sehr elegant eingebaut und hat mit dem Controller einen relativ quasi einfachen Schnipsel. Dann hat man gar nicht mehr so viel zu tun. Dann sagt man einfach, render dieses Partial und umgibt das sozusagen mit folgendem Stream, mit Replace, und replace folgendes. Also man schreibt das sozusagen im Controller dann direkt rein und dann muss man gar kein eigenes Partial für das Ding haben. So, bisschen abstrakt, aber genau. Das ist Turbo Streams und diese beiden Dinge kombiniert. Klingen erstmal wenig, also fand ich auch, das klingt irgendwie, ja, ist das so toll. Aber mit nur ganz wenig Rumspielen habe ich gemerkt, so krass, wie viele Dinge man einfach machen kann, die dann, ja, in dem Sinne von eines Progressive Enhancements, dann einfach funktionieren, ohne dass ich viel Zeug sozusagen, aufbauen muss. Voraussetzung ist, dass meine Applikation ohne JavaScript auch immer gut funktioniert. Und das ist auch der Tipp sozusagen, den Sie oft in der Dokumentation geben. Lass deine Applikation einfach so funktionieren, ohne Frames, ohne Streams. Und dann mach ein bisschen, gib dir ein bisschen Mühe sozusagen und pack die Streams drumrum, als zusätzliche Erweiterung, um das Ganze snappy zu machen. Genau. Ja. Dann soweit dazu. Genau, also um es nochmal zusammenzufassen, Turbo, quasi drei Teile, dieses Drive, was jeden Link auf der Webseite einfach abgreift und die Inhalte per Ajax lädt, dann diesen Ladebalken gegebenenfalls einblendet, Caching macht, damit das, wenn man im Browser zurückgeht oder auch so denselben Link nochmal anklickt, dass es richtig schnell geht. Oh, ich habe eine Sache vergessen, die will ich euch ganz kurz doch noch zeigen. Nee, zeige ich nicht, erzähle ich euch nur kurz, was es halt auch macht, wenn auf der neuen Seite, die ich anklicke, die bei Ajax geladen wird, zum Beispiel neues CSS ist, das hatte ich in der Demo auch eingebaut,
dann lädt Turbo Drive automatisch dieses CSS runter und applied das. Also es funktioniert additiv, also für jedes neue CSS, was reinkommt, das wird dann applied und ist dann generell gültig für die gesamte Webseite. Also da muss man dann schon ein bisschen achten. Vielleicht ist das auch so ein Knackpunkt, na, je nachdem, wie das CSS sozusagen aufgebaut ist. Wenn ich auf der Seite A, ich starte auf der Seite A und auf der Seite B ist CSS, was die Inhaltselemente von Seite A sozusagen verändern würden, so vom Styling her, dann ist natürlich schlecht. Wenn ich dann wieder zurückgehe, dann sieht Seite A irgendwie so aus wie Seite B. Das ist natürlich irgendwie nicht gewünscht. In normalen Fällen, also ich weiß nicht, wie ihr eure Typo-3-Projekte macht, also die ich gemacht habe in den letzten Jahren, da ist eigentlich immer eine CSS-Datei drin, in Ausnahmefällen vielleicht zwei und die gilt für alle Seiten. Also das sollte dann kein Hindernis sein. Aber theoretisch, also sowohl JavaScript-Dateien, die zusätzlich eingebunden sind auf der Seite, als auch CSS-Dateien, würde Turbo Drive sich aus dem Header sozusagen rauspicken und quasi in den aktuellen Kontext der Browser-Session laden. Genau, Turbo Frames, Turbo Streams, quasi eine kleine Webseitenzusammenfassung, mehr oder weniger, dass die Folien irgendwie ein bisschen kompletter sind. Auch von der Webseite entnommen, ne? Also es geht darum, Links, also überhaupt, das ist alles, ach so, genau, Forms habe ich gar nicht demonstriert, also auch Formen, wenn ich ein Formular abschicke, auch Turbo Drive selber captured sozusagen Formenübermittlungen und behandelt das und schickt die per Ajax und macht dann sozusagen das Richtige mit dem Formular. Genau, und dadurch ist es ein bisschen flotter, Turbo Frames. Da kann ich eine vorhandene HTML-Struktur quasi aufteilen in einzelne Schnipsel und also decompose, also quasi zerstückeln in einzelne unabhängige Kontexte. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen als Denkmodell wie früher, diese HTML-Frames, nur halt on Speed oder on Turbo. Die können halt ein bisschen mehr, ne? Also diese Zusatzfunktion, dass wenn ich auf einen Link klicke, wo dieser Frame nicht mehr drin ist sozusagen und dass ich dann aus der Homepage, also dass ich quasi auf die Homepage klicke und dass ich dann nicht irgendwie Frame in Frame in Frame in Frame habe, das konnten die HTML-Frames nicht und das können die Turbo-Frames. Genau, und Turbo-Streams, das, was ich jetzt unterschlagen habe, was auf alle Fälle dann auch noch geht und dann wird es richtig spannend, dann wird es allerdings auch ein bisschen aufwendiger. Man kann halt diese Stream-Elemente nicht nur als Antwort auf ein Formular, was abgeschickt ist, senden, sondern man kann auch quasi eine WebSocket aufmachen oder serverseitig ein Event schicken an den Browser. Das geht mittlerweile auch. Und diese Updates von irgendwelchen To-Do-Listen zum Beispiel quasi unter der Haube machen. Ja, also zum Beispiel ich. Oder nehmen wir GitHub als Beispiel. Ich bin in einem Issue und tippe da gerade irgendeine Antwort auf irgendwas. Und während ich tippe, sehe ich plötzlich, dass irgendjemand anders auch schon geantwortet hat. Und die Antwort poppt sozusagen bei mir oben rein, irgendwo im anderen Teil der Welt. Das ist quasi Turbo Streams über sowas wie WebSocket oder Server-Side-Events oder Chat-Applikationen, auch so ein Beispiel, ne? So, solche Dinge kann man dann bauen. Dafür braucht man natürlich dann einen extra Server. Den muss man dann, ne? Man braucht einen WebSocket-Server oder muss irgendwie. Der Server muss auch konfiguriert sein. Ich weiß gar nicht, wie die Voraussetzungen sind, dass die Events sozusagen nach außen schicken können und so weiter. Aber das könnte dann auf alle Fälle auch nochmal richtig interaktiv und interessant werden. Genau, so viel zu den Hard Facts. Ich schaue noch einmal in die Runde. Habt ihr dazu Fragen? Wie findet ihr das? Total Heißt es albern. aber, dass man es in eine kleine Seite ohne viel JavaScript, ohne Probleme reinhängen könnte, oder? Genau, Also. in eine kleine Seite kannst du ohne JavaScript einen super Effekt erzielen. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn ich habe hier eine Typo-3-Seite, ich habe mir einfach ein blankes Introduction Package aufgesetzt und habe kein Template verändert und da sehen wir gleich, wie einfach es ist, Dinge da besser, oder also, was heißt besser, also Snappier und genau diese Frame-Funktionalität, wie man die super einfach integrieren kann. Genau. Und auch. Wie schaut es mit den ganzen sonst, wenn man so JavaScript hat, was sich irgendwo dranhängt an DOM-Zeugs, da muss man sich dann selber drum kümmern, oder? Genau, also das ist sozusagen die zweite Baustelle, oder nicht die zweite Baustelle, das zweite Framework ist Stimulus.
Ne, also wenn man sozusagen mit den Mitteln, die man da hat, da kann man viel mitmachen, aber man kann nicht alles mitmachen. Also keine Ahnung, irgendwie spezielle, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber irgendwie nochmal super fancy Funktionalität, keine Ahnung, Modal-Window geht auf und geht dann wieder zu oder Slider oder sowas. Ne? Also so ein Ja. Slider kannst du jetzt nicht, das wäre, also man könnte es vielleicht versuchen, damit nachzubauen, aber wäre Quatsch. Dafür gibt es Stimulus, das ist quasi ein Vorschlag, der gut mit Turbo zusammenspielt, weil der nämlich mit HTML-Attributen arbeitet. Also man bindet quasi das Stimulus ein und bindet seine eigene Funktionalität quasi als Controller, als JavaScript-Controller ein. Und Stimulus schaut sich dann Data-Attribute an ganz normalen HTML-Tags an. Und wenn diese Data-Attribute, also zum Beispiel Data-Controller gleich, und wenn er diesen Controller-Namen, der da drin steht, findet und zuordnen kann zu einem Controller, der in JavaScript registriert ist, dann wird diese JavaScript-Funktionalität ausgeführt. Und sowas in der Art würde man machen. Man muss jetzt nicht Stimulus nehmen, aber man muss irgendwas in der Art machen oder wäre sinnvoll, irgendwas in der Art zu machen, dass es halt gut mit dieser HTML-Geschichte dann ja, zusammenarbeitet, ne? Weil man tauscht ja ständig das DOM aus, ne? Also wenn ich da irgendwie irgendwo ganz oben auf der Seite irgendwelche Event-Listener oder irgendwelches JavaScript sozusagen einbinde und Turbo geht da hin und tauscht lustig das HTML aus, dann gibt es diese Elemente gar nicht mehr, für die sich registriert wurden. Das heißt, das muss dann eigentlich, ja, muss man sich dann quasi drum kümmern, wenn man was anderes verwendet als Stimulus. Okay. Aber man kann sich in Turbo auch sehr gut einklinken. Also die haben da sehr gute API, aber damit müsste man sich dann beschäftigen. Ja, Oder also, halt oder Stimulus verwenden, genau. Also für diesen, genau. jede Lightbox und alles sind ja die Elemente dann nicht da, wenn man es nachladet. Ja, Also, genau, zum Beispiel. Ja, genau, sowas. okay. Genau. Also solche Dinge müsste man halt schauen, ne? Und deshalb halt, ne, also ein bisschen vorsichtig sozusagen bei das jetzt in bestehende Projekte einzubinden und zu sagen, hier Turbo Drive, go for it, ne? Genau solche Dinge, JavaScript, wie ist das mit den CSS, was passiert eigentlich, ne? Welche Event-Listener sind da wie registriert, ne? Wo wird da irgendwas reingeschrieben? Das kann schon sein, dass da Dinge nicht funktionieren. Man kann aber generell, kann man auch für das Turbo Drive, fällt mir nur gerade ein, kann man quasi sagen, generell globales Opt-out. Und trotzdem bei bestimmten Links dann sagen, hier Opt-in und mach hier diese Funktionalität. Das geht auf alle Fälle auch. Da muss man dann halt jeweils schauen in dem eigenen Projekt. Und ja, also besonders wenn man dann bestimmte Anforderungen für noch anderes JavaScript hat, dann muss man da halt auch schauen, wie das dann zusammenspielt. Genau. So, weitere Fragen? Nee, glaube ich, alles gut. Ich schaue in die Runde. Alright, so, dann Typo 3 Integration, wo ist die denn? Das ist hier das Beispiel, die ist hier so. Hier bin ich in Topwire. Genau, das ist jetzt quasi schon der Spoiler. Also, ihr habt es ja auch am Anfang gesehen. Das ganze Kind brauchte ja dann irgendwie einen Namen und der Extension Key Hotwire war schon vergeben und ich hatte keine Lust, mich mir den anzueignen und irgendwie hatte ich sowieso noch ganz viele andere Ideen, die ich auch noch einbauen wollte, weil nur ne, das, was ich euch eben gezeigt habe, das könnt ihr ohne irgendwie das, was ich jetzt zusätzlich noch als Typo3-Integration gebaut habe, könnt ihr das einfach nutzen in euren Projekten. Ihr könnt einfach sagen, ich binde das ein und Typo3 liefert immer die komplette HTML-Seite aus und es funktioniert so. Ne? Das würde funktionieren, das wäre kein Problem. Ich hatte aber noch weitere Ideen, wie man das noch ein bisschen weiter optimieren kann und wie man es auch einfacher machen kann, das zu benutzen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie ist dann Hotwire vielleicht auch nicht so das Richtige und ich brauche einen neuen Namen und habe mir irgendwas anderes ausgedacht, war zwischenzeitlich bei einem anderen und irgendwann in so einer Namens-Brainstorming-Session kamen wir dann auf Topwire. So Typo 3 hat auch das T und Top ist irgendwie auch cool und ist ja fast so gut wie Hot, ist auch so kurz und genau, insofern Typo 3 und Hotwire sozusagen ist sozusagen das Topwire. Und technisch gesehen ein bisschen genauer. Ich weiß nicht, wer von euch das meine Extension TypoScript Rendering kennt. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich quasi für das, was ich mache, diese Extension require und dann
sage, ja, wenn du jetzt diese noch zusätzliche Funktionalität mit der Hotwire Extension haben möchtest, dann brauchst du die auch noch. Und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich die nochmal umbauen müsste, sodass sie besser passt sozusagen, und habe mich dann entschieden, dieses TypeScript-Rendering, die habe ich damals gebaut, genau mit so einer Idee, dass man gar nicht, dass man einfach nur ein bisschen JavaScript schreibt und serverseitig dann schon viel Effekt haben kann. Und habe dann beschlossen, nee, dass ich verheirate das sozusagen mit miteinander. Und ja, dann ist sozusagen Topwire, die Typo3-Integration, integriert sozusagen auch das TypeScript-Rendering. Und alles, was Topwire kann, oder alles, was TypeScript-Rendering konnte, kann Topwire, und Topwire kann einfach noch sehr viel mehr. Also TypeScript-Rendering wird das über kurz oder lang, also die wird natürlich da bleiben, aber die wird dann halt, werde ich dann halt nicht mehr pflegen, weil man halt, wie gesagt, alles viel eleganter und viel schöner mit Topwire machen kann. Und man kann sozusagen, man muss sozusagen, man kann die Topwire-Extension auch nutzen, man muss nicht mal Hotwire nutzen, sondern kann alles, könnte alles immer noch genauso mit der TypeScript-Rendering-Extension auch. Also ich kann einen Link erzeugen, und wenn Typo3 diesen Link aufruft, dann wird nicht die gesamte Seite gerendert, sondern nur, das ist dann, sind dann immer Links zu einzelnen Plugins, und nur der Inhalt dieses einzelnen Plugins wird dann dargestellt. Das sehen wir dann gleich. Genau, was ist Topwire? Also quasi in ein paar Stichworten eine sehr enge und gute Integration in Typo3. Ich gebe mir sehr viel Mühe, sehr gute und sehr einfach zu verstehende APIs zu bauen. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, ob mir das gelungen ist oder ob ihr noch andere Ideen habt oder ob ihr das irgendwie ja, so kompliziert findet, wie auch immer. Da freue ich mich auf alle Fälle über Feedback. Und das Coole ist, hatte ich ja eben auch schon überlegt, man könnte das im Prinzip auch erreichen, ohne sozusagen meine Extension. Aber ich habe es super einfach gemacht, dass man Third-Party-Plugins, ohne dass man die Templates oder irgendwie großartig was anfasst, ja, quasi dynamisch machen kann. Und Partial Rendering, damit meine ich nicht Fluid Partials sozusagen, sondern wenn Frames geladen werden oder wenn Extension, quasi die Extension innerhalb eines Frames, wenn, ja genau, in eine Extension, ein Plugin innerhalb eines Frames ist, und Hotwire sozusagen Turbo das HTML von Typo3 anfragt, dann wird nicht die gesamte Seite gerendert, sondern wirklich nur der Schnipsel von dem jeweiligen Plugin. Das seht ihr dann gleich. Aber auch hier wieder genug gequatscht. Und schauen wir uns das mal in Practice sozusagen an. Machen wir mal ein Window wieder. So, das ist hier, kennt ihr bestimmt, das ist einfach ein Introduction Package. Da war ich einfach faul, dachte, ich nehme mal so eine bestehende Webseite. Da gibt es noch ganz viele Beispielinhalte. Schauen wir uns mal an. Ich gehe mal hier wieder aus dem Fullscreen raus. So. Das ist hier die Beispielseite für das Login-Formular. Die Topwire-Extension ist installiert, aber ich habe jetzt hier noch keine, also das JavaScript wird auch eingebunden, aber ich habe hier noch keine Funktionalität sozusagen aktiviert. Das heißt, ich habe hier eine ganz normale Login-Box, und ich hier irgendwie versuche, mich mit Quatsch einzuloggen. Dann wird die gesamte, ne, hier mal hier schön drauf achten, auf den Spinner hier oben, wird die gesamte Seite neu geladen. Genauso bei dem Formular hier. Ich gehe mal hier weiter runter. So. Seite wird neu geladen, Validierung schlägt fehl. Ich tippe hier was ein, ich drücke Submit. So alles serverseitig sozusagen. Für Demonstrationszwecke. Also es ist ein bisschen fraglich, ob das redaktionell wirklich, ob man das Redakteuren wirklich geben will, ob das redaktionell sinnvoll ist, aber einfach nur um zu demonstrieren, wie wenig ihr machen müsst sozusagen, um das Ganze dynamisch zu machen. Nehmen wir mal hier das Formularbeispiel. Habe ich hier so Checkboxes hinzugefügt und einfach gesagt, ja, hier dieses Element, dieses Content-Element, pack das mal in einen Turbo-Frame. Und dann sage ich speichern. Und ne, selber Fall, ich scrolle hier ein bisschen weiter runter, damit man das sieht. Ihr beobachtet hier oben den Spinner. Ich mache nochmal einen Netzwerk-Tab auf, lasse mir die AJAX-Requests anzeigen, und ich drücke auf Abschicken, und das funktioniert nicht. Super. funktioniert nicht, weil ich glaube, ich die Seite, nee. Habe ich da schon was auskommentiert? Ich wollte noch was anderes demonstrieren.
Cache Ja, ich leeren? wollte, nein, genau, ich wollte es umgekehrt demonstrieren. Ich wollte mit dem FFLogin anfangen, genau. Ich wollte demonstrieren, dass es nicht funktioniert. So rum war es. Ich habe es nur gerade verwechselt, bei welchem Plugin ich das demonstrieren wollte. Dieser Haken macht erstmal nichts. Das ist einfach, wird in der Datenbank gespeichert. Damit der Haken was macht, ist quasi als Integrator, müsstet ihr noch Folgendes machen: eine Zeile TypoScript schreiben. Ja, also diese Zeile TypoScript sagt einfach, das ist quasi das TypoScript für das Form-Framework und das 20 ist, glaube ich, ein User-Objekt und da gibt es immer Standard-Wrap. Dieses Turbo-Framework habe ich mir ausgedacht und wenn ich jetzt sagen würde, Turbo-Framework gleich 1, dann würde ich für jedes Form-Framework-Element, also für jedes Formular-Element, was auf der Seite von Redakteuren eingesetzt wird, das würde gewrappt werden in ein Turbo-Frame. Und ich habe das hier so, weil ich fancy sein wollte, ein bisschen aufgebohrt und habe gesagt, naja, okay, das kann auch wieder Standard-Wrap sein. Mache das nur mit dem Frame, wenn in diesem Feld quasi eine 1 drin steht. So, das speichere ich jetzt mal und mache nochmal anschauen. So, jetzt sind wir wieder auf dem Formular. So, jetzt nochmal hier oben gucken, hier Ajax-Request abschicken und zack. JavaScript-Validierung erledigt. Ja, nicht ganz, aber ich würde sagen, 90% der Anforderungen hätte ich abgedeckt. Also was natürlich jetzt damit nicht geht oder nicht sinnvoll wäre oder ich glaube auch nicht wirklich gehen würde, ist, ne, wenn ich jetzt hier weiter tippe und quasi diese Live-Validierung, das würde jetzt hier natürlich nicht gehen. Aber ne, ich habe hier ein Formular, das kann irgendwo eingebettet sein in irgendeiner Seite, in irgendeiner Spalte auf der Seite, ganz unten so. Und wenn die Validierung fehlschlägt, dann sehe ich das quasi hier sofort. Und das ist halt auch noch cool, was ich euch zeigen wollte. Die HTML-Antwort, die hier zurückkommt, ist halt wirklich nur der Turbo-Frame. Und das ist dann hier, ne, das ist quasi der Frame, den habe ich hinzugemacht, dazu gebaut über dieses Standard-Wrap. Und das ist die ganz normale HTML-Ausgabe von diesem Plugin hier, von diesem Content-Element genauer gesagt. Ne? Und nur die kommt zurück, der ganze andere Sums sozusagen, das ganze Menü, die anderen Elemente, das muss alles, da muss Typo30 sich nicht drum kümmern und das nicht rendern und ja, nur sozusagen dieser Schnipsel kommt zurück. Genau. So, aber was hatten wir denn vorhin? Vorhin hatten wir bei dem Formular, das ist so eingestellt, wenn das erfolgreich abgeschickt wird, dann gibt es ein Redirect auf eine Danke-Seite. Da ist es standardmäßig so, die Danke-Seite, da habe ich jetzt nichts konfiguriert, sprich, da gibt es keinen Frame, das hatte ich ja vorhin gezeigt. Was macht dann Turbo? Es leitet einfach weiter. Und das funktioniert auch transparent. Also ich habe jetzt hier, gebe das hier ein, irgendeinen Namen. Ich sage Submit. Also bei der Form, wenn die Validierung fehlschlägt, dann wird es einfach in den Kontext geladen. Aber der Redirect funktioniert quasi transparent einfach so weiter. Sprich, ich habe sehr viel verbessert mit dem Aufwand. Also ich persönlich habe natürlich viel mehr programmiert dafür, aber ihr könnt dann quasi das Ganze bekommen, indem ihr quasi einen Haken setzt, aka eine Zeile TypoScript schreibt. So. Wollte ich mal gesagt haben. Keine Begeisterungsstürme, ich bin Oh, enttäuscht. mega gut, doch, Genau. gefällt mir. Das sieht cool aus, Ja, ja. super. Ja, dann mache ich mal weiter. Noch nicht alles. Genau, also ihr seht ja hier, das Ganze habe ich auch für FLogin auch gemacht. Gleich schon mal Spoiler, werde ich auch gleich zeigen. Das wird Georg wahrscheinlich interessieren. Der hatte mich auf Twitter schon gefragt. Das erkläre ich auch gleich, was das hier heißt. Quasi noch eine zusätzliche Geschichte, die ich von Frames noch nicht erzählt habe, die funktioniert. Oder ein Feature von Turbo. Genau, also News, mit News geht das natürlich dann auch. Ist ja auch einfach nur ein Plugin. So, dann schauen wir uns mal einfach der Vollständigkeit halber Login-Form an. Das gleiche, Hotwire Wrap anschauen. Save Changes. Schauen wir uns an. Ich bin hier irgendwo hingescrollt, logge mich ein.
Wird bei Ajax geladen. Ihr seht es hier. Log mich ein. You are now logged in. Ready. Ja, dann schauen wir uns doch mal News an. News-Plugin, Standard, also weiß nicht, ob Standard, häufig konfiguriert man News ja, dass die Detailansicht dann woanders ist. Ich habe das hier mal konfiguriert. Also momentan, wie gesagt, ne, da was? Ja. Noch alles serverseitig, dass die Detailansicht auch hier quasi mit demselben Plugin funktioniert, Browser zurück. Ihr seht, hier oben ändert sich die Detailansicht-URL. Wenn ich auf die zweite Seite gehe, das sieht man hier auch, wenn ich runterscrolle am besten, dann springt er wieder hoch. Die URL ändert sich. Genau, dann Read More, so Standard, kennt ihr alles. So, der magische Haken, Hotwire, zack. Muss ich hier wieder kurz diese Leiste aus dem Weg schieben. Weiß nicht. Save Changes in View. So, verifizieren wir nochmal, was jetzt hier passiert ist. Da ein Turbo Frame. Alles fein, soweit so gut. Mal wieder Network Tab an. Ihr seht auch, also das könnt ihr mir jetzt glauben, ich habe wirklich die Templates gar nicht. Das sind einfach die Standard News Templates. Da habe ich auch wirklich nichts dran angefasst. Und so der einfachste Fall, der funktioniert jetzt einfach. Ne? Ich bin jetzt hier, ich scroll mal hier runter, um es zu demonstrieren. Zack, zweite Seite, dritte Seite. So, Read More. Alles bei Ajax geladen, wieder zurück. So, und da seht ihr schon, oder wenn ihr genau hingeschaut habt, ist euch das vielleicht aufgefallen. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil jetzt habe ich wieder dieses komische Verhalten. Ich bin hier, na, das wird hier geladen. Ach so, ich kann jetzt übrigens auch demonstrieren, so zack. Das ist hier auch wirklich nur das HTML vom News-Plugin. Also auch bei der Detailansicht, zack, hier. Und Fun Fact, vielleicht das auch nochmal so, als wenn ich hier sage, open the new tab, dann habe ich die gesamte Seite. Also da wird, mache ich so ein bisschen Magie und das ist aber trotzdem alles gecached, ja. Also diese Ausgabe, die Plugin, also News Detailansicht ist ja gecached und auch das ist gecached, das ist ein anderer Cache-Eintrag für Typunerei. Dieser quasi das Partial Rendering hat einen anderen Cache-Eintrag als der andere. Und das funktioniert nicht über URL-Parameter, weil die URL ist exakt dieselbe, sondern über HTTP-Header. So, aber trotzdem, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, genau, die URL ändert sich nicht. Also das ist ja quasi das Feature. Ich bin in diesem Kontext. Und das ist jetzt aber dann komisch, weil jetzt bin ich ja halt quasi als Benutzer innen, bin ich jetzt hier und kopiere den Link und schicke den weiter und dann landet die andere Person. Aber ja, das ist doch blöd. So, dafür kann man Turbo konfigurieren, indem man sagt, nee, alle Links, die du findest, pack die schon mal in die Browser-URL. So, und das ist dann eine Art, also das ist ein Haken, den ich jetzt eingebaut habe. Wenn wir uns jetzt hier das aktuelle Turbo-Frame angucken, es hat irgendwie Data Topwire Context, das habe ich eingebaut. Dann gibt es ein SRC und eine ID, ansonsten ist da nichts dran. Und wenn ich hier dieses Propagate-URL, so habe ich es jetzt genannt, dann nenne ich es vielleicht irgendwann auch nochmal so, wie es Hotwire genannt hat, das ist dann nämlich hier, genau da. Data Turbo Action Advanced. Das fand ich ein bisschen abstrakt. deshalb habe ich es Propagate URL genannt, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und jetzt ist es so, ich klicke hier quasi, ne, es wird immer noch bei Ajax geladen. Ich klicke hier auf Next. Es wird bei Ajax geladen, aber die URL ändert sich. Seite in Reihe. Das heißt, ich kann hingehen, die URL kopieren, im neuen Tab aufmachen, kann die URL verschicken und lande exakt sozusagen da, wo ich sozusagen erwartet habe zu landen. Und das ist genau dieses Coole des Progressive Enhancements, das Turbo ermöglicht. Und wenn ich quasi so eine stinknormale, uralte, angestaubte, serverseitige Applikation habe, dann macht das so ein bisschen Feenstaub drauf und es funktioniert snappy und schnell und quasi bequem, also auch Detailansicht, ne, also hier dasselbe.
Browser History genauso dasselbe. Ich kann hier genauso zurückgehen. Also das ist quasi dasselbe wie bei Turbo Drive. Das ist geteilte Funktionalität. Ja, das ist dieses Propagate URL. Genau. So. Das ist sozusagen eine Variante, wie man schnell zu guten Ergebnissen kommen kann, dass man sagt, nee, ich will das gar nicht anfassen oder ich will es im Zweifelsfall wirklich so machen, dass irgendwie ChefredakteurInnen da irgendwie so einen Haken bekommen und dann sagen können, an diesen Formularen, das konfiguriere ich dann so, dass die in place sind, aber bei anderen Formularen möchten wir das so haben, dass immer die gesamte Seite neu geladen wird, aus Gründen, wie auch immer. Das könnt ihr natürlich so einrichten oder halt einfach nur mit diesem TypoScript-Schnipsel ohne den Standard Wrap auf das Field, dass quasi jedes Plugin von diesem Typ immer so gerendert wird mit einem Frame. Das könnt ihr euch aussuchen. Aber das wäre ja langweilig, wenn ich da aufgehört hätte. So, und dafür habe ich da, also für erweiterte Anwendungsfälle, habe ich mir gedacht, naja, okay, jetzt habe ich irgendwie Third-Party-Plugins, aber in ganz vielen Projekten schreibe ich doch meine eigenen Plugins. Warum muss ich dann da irgendwie noch TypoScript schreiben? Ich habe doch eh schon den XBase-Controller und meine eigenen Templates. Da will ich doch irgendwie den Turbo-Frame sozusagen dann gleich in die Templates schreiben, weil ich will gar nicht, ne? Also es ist quasi ein Beispiel. So, das würde hier für diesen Counter. Das ist wirklich so ein super basic, billig Plugin, was ich gebaut habe mit XBase und Fluid. Das will ich nie so haben, dass hier die gesamte Seite neu geladen wird, wenn ich da auf Plus drücke. Ich kann das mal simulieren. Disable JavaScript. Das funktioniert schon. Also ich kann jetzt hier auf Plus drücken, dann ändert sich hier oben irgendwie die URL. Ja, und die ganze Seite wird neu geladen und andere Counter dann irgendwie auch. Und dann wird das aber hier zurückgesetzt, weil der ersetzt sozusagen das und das ist dann irgendwie nervig und das ist irgendwie gar nicht das, was ich will. Und ich will, dass quasi mein Plugin, so dieses Counter-Plugin, muss von vornherein einfach ein Frame mitbringen. So, und dann wieder Enable JavaScript. So. Deshalb will ich das in meinem Fluid-Template halt direkt reinschreiben. Das habe ich in dem Fall gemacht. Ich zeige euch gleich das Fluid-Template, das ist sehr übersichtlich. Und dann seht ihr hier, ist das Turbo-Frame. Und dann kann ich hier den hochzählen, den kann ich auch hochzählen. Und das ist übrigens, ne, auch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mich dann immer freue, dass die EntwicklerInnen von dieser kleinen Library daran gedacht habe, was passiert, wenn ich jetzt hier spamme. Ja, dann seht ihr hier ganz viel rot und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil nämlich diese ganzen Requests gecancelt werden automatisch. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man so JavaScript noch standardmäßig schreibt und so ein bisschen Fetch und dann Ajax und funktioniert dann schon. Dann hättet ihr jetzt, keine Ahnung, 35 Requests an den Server geballert, obwohl der Benutzer eigentlich schon was ganz anderes angefordert hat. Und die haben das halt so gemacht, dass sie das canceln und nur der letzte Request sozusagen dann gewinnt. Genau. Ja. Ansonsten altes Lied, nur Plugin sozusagen. Inhalt wird gerendert. So, wie sieht denn der Controller aus? Ziemlich billig. Das ist die Count-Action, nimmt wirklich ein Get-Attribut oder Post, wie auch immer, Get-Attribut entgegen. Wenn das 0 ist, dann steht da halt eine 0 und gibt das weiter in den View. Das war's. Und das Template ist auch relativ einfach. Ich mache mal die beiden Sachen hier kurz weg. Das ist sozusagen die Magie des Templates, ist einfach ja, das Plus verstecke hinter einem Link, wo ich quasi das aktuellen Wert sozusagen rein, oder nee, das Minus, nehme ich den aktuellen Wert und zähle eins runter und das berechne ich quasi wirklich in Fluid, also total billig. Einfach nur, um es zu demonstrieren, genau. Und dann kann ich hingehen und diese beiden View-Hyper drum bauen. Warum sind es zwei? Das zeige ich euch auch mal kurz. Ich nehme mal nur den Frame-View-Hyper und sage dem ID gleich Counter. Wenn ich nur diesen View-Hyper nehme, dann ist das mehr oder weniger identisch, der rendert dann einfach dieses Turbo Frame Tag. Mehr macht er nicht. Das sieht man dann auch, wenn ich das jetzt hier neu lade. Funktioniert dann immer noch übrigens. Also das ist sozusagen, alles ist fein.
Und hier ist dann einfach nur ein Turbo Frame, ID Counter und dann gibt es irgendwie die URL und so. Wenn ich mir jetzt aber die Antwort anschaue, dann seht ihr, also wenn ich einfach nur ein Frame rendere sozusagen, dann weiß Typo 3 ja nichts von seinem Glück oder ihrem Glück, und rendert halt einfach die komplette HTML-Seite. Und wenn ich da aber optimieren möchte, dann ist diese Optimierung getan, indem ich einen View-Helper drumherum setze und sage, ach so, nee, hier mach mal so einen sogenannten Kontext, so habe ich es genannt, Kontext drum und rendere bitte eventuelle Frames, die jetzt da drunter kommen. Man kann auch andere Dinge damit machen, das erzähle ich gleich. Rendere dafür bitte quasi nicht die gesamte HTML-Seite, sondern nur den Inhalt dieses Plugins. Und dann sieht das Frame-Tag, also ich hatte das hier mal kurz neu, sieht das Frame-Tag ein bisschen anders aus. Die ID wird geändert, die kriegt noch so einen, also so einen kleinen Hash-Wert. Und dann gibt es ein relativ langes JSON, was ich dann auch noch anhänge. Und dieses JSON wird dann sozusagen als Header an den, kann man vielleicht sogar hier auch sehen, wenn ich das abschicke. Network, Headers, Request, nur ein bisschen größer. Request Header und dann habe ich hier den Top-Wire-Kontext. Genau. Da wird halt so ein bisschen JSON. Im Prinzip da drin steht eigentlich nur, rendere, liebes Typo 3, rendere bitte folgenden Datensatz. Nämlich das Plugin hat jetzt ist quasi ein TT-Content-Record mit der UID 227 auf der Seite 88. Und das Typoskript, was sozusagen zu diesem Plugin dazu gehört, ist folgendes. Und das reicht sozusagen, dass ich dann serverseitig diesen Header auswerten kann und sagen kann, ach so, ja, nee, ich soll nur einen Teil rendern, nämlich nur diesen Record mit diesem Typoskript, dann rendere ich doch auch nur das. Und weil in dem Template halt das Frame drin steht, wird der Frame halt ausgegeben. Genau, das ist sozusagen die erste API in Fluid. Also nicht nur TypeScript wird mitgeliefert, sondern einfach holt sich die View Helper aus der Topwire Extension, sagt Context Plugin, Frame und dann ja, hat man diese Funktionalität. So, jetzt wird es nochmal spannend. Achso, der Custom Plugin ist langweiliger. Jetzt wird es spannend. Hier habe ich mal, ach guck mal, ist. Plugin. Hier habe ich mir mal ausgedacht, okay, was könnte ich denn noch so für Anwendungsfälle haben? Wenn ich irgendwelche Plugins irgendwo an irgendeiner Stelle, also zum Beispiel in meinem Content-Element oder also in meinem Content-Element-Template oder in meinem Page-Template, möchte ich irgendwie in der Sidebar irgendwie einen Login-Logout-Button senden. Und ich habe aber da schon das Fluid-Template dafür. Oder ich habe irgendwie immer in einer Seite immer ein Kontaktformular, was quasi da immer sein soll, das soll gar nicht redaktionell gepflegt werden. Das muss da quasi immer dargestellt werden. Und ich habe jetzt hier aber das TypoScript-Template von quasi dieser Sidebar, wo andere Dinge noch passieren, Menü oder was auch immer. Dann war es, also früher habe ich das einfach immer so gelöst, C-Object-View-Helper und dann musste ich da irgendwie irgendwas schreiben mit gleich User und Action gleich, wie auch immer. Das kann ich jetzt ganz einfach in dem Fluid-Template erledigen, indem ich ein Plugin quasi rendern möchte. Wie sieht das aus? Da habe ich hier quasi beispielhaft, also stellt euch vor, das ist irgendein, also in dem Fall ist es ein Template von einem Express-Controller, aber das kann halt irgendein Template sein von, keine Ahnung, wie gesagt, Content-Element oder ist ja quasi auch alles das Gleiche oder Seitentemplate oder sowas, das ist egal. Also quasi Fluid, seit dem Fluid und sagt dann, ich habe hier einen Kontext, ich möchte bitte von der Extension FL-Login das Plugin Login rendern. Und ich möchte das an einer bestimmten Stelle rendern, pack da bitte nochmal folgendes HTML drumrum, weil das brauche ich hier irgendwie. Und pack das auch noch in einen Frame und an diese Stelle bitte. Also das ist dieses Topwire-Context-Slot. An die Stelle render dann bitte das Plugin, was ich hier oben definiert habe. Und zweiter Schritt, was auch noch geht, was quasi mehr oder weniger dabei dann abgefallen ist, so in dem, was ich sozusagen für Typ und Rei gemacht habe, aber auch in dem, was Turbo bereitstellt, auch noch,
diese ganzen Frames, denen kann man auch sagen, lade dich asynchron. Ja, also habe eine URL, aber stelle quasi im Frame erstmal nur quasi so ein Platzalter, so ein Loading Spinner rein und lade dann, sobald du sozusagen diesen Frame dann siehst, lade dann die URL, die im SRC-Tag steht, lade die nach und pack die dann hier hin. Also quasi asynchrones Laden. Und das ist das, was ihr hier seht. Also auf der linken Seite, das habe ich einfach mal zweispaltig gemacht, auf der linken Seite sind die ganzen Plugins eingebunden. Also einmal hier Frontend-Login, dann Formular, dann irgendwie so ein bisschen eigenes Zeugs. Die werden direkt im Fluid-Template rausgerendert. Also so Denkmodell sozusagen, das ist so ähnlich wie dieses FC-Object. Und dann habe ich irgendwo ein TypoScript definiert, was wo dann drinstehen muss, welches Plugin da irgendwie gerendert werden soll. Und das hat hoffentlich, der Pfad zu dem TypoScript hat hoffentlich den richtigen Namen, dass ich dann auch bei dem Template, wenn ich ein Template gucke, dass ich weiß, ah ja, das ist die Frontend-Login sozusagen Box, weil es lib.login heißt oder so. Genau. Aber das macht sozusagen das, ja, macht genau das. Und dieses Asynchrone ist, das, was ich da angegeben habe, wird einfach in dem Moment, in dem ich die Seite lade und das Turbo-Frame sozusagen dahin kommt, asynchron dann einfach nachgeladen. Also sprich, Probleme mit Caching uncached sind damit auch einfach erledigt. Ja? Alles, was sozusagen jeder Login-Status, wo ihr nicht wollt, von dem ihr nicht wollt, sozusagen, dass er verhindert, dass eure Seite gecached wird, macht ihr einfach so, weil in der gecachten Seite ist der Loading-Spinner. Und dann wird einfach das Ungecachte, dann ja, wird einfach dann asynchron nachgeladen über eine URL. Also kann ich hier immer aufklappen. Diese URL sieht dann ein bisschen länger aus. Die hat dann noch so ein Argument, die hat dann noch sowas wie irgendwie TX-Topwire, da ist dann quasi der Kontext dran. So. Und so sieht das dann aus. Und genau, ich kann dann halt Plugins beliebige, ne? Also das ist ja das. Ich kann auch sagen, ich habe hier ein Content-Element, das soll irgendwie auf jeder Seite irgendwie oder in diesem Fluid Template sozusagen immer gerendert werden, dann kann ich sagen, Topwire Content Element, Content Element UID 146, dann alles darunter ist quasi identisch. In dem Fall ist es halt das Formular. Asynchron geht das entsprechend auch. Und ich kann aber auch sagen, wenn ich das möchte, also es ist quasi eher so, das ist jetzt eher so wie C-Object sozusagen. FC-Object, ich muss schon den genauen Pfad sozusagen, irgendein TypoScript, was ich rendern möchte. Und dann muss ich halt angeben, nicht nur das TypoScript, sondern welcher Datensatz soll sozusagen in diesem Kontext mit verknüpft sein. Welche Daten sollen dem TypoScript bereitstellen? Das muss ich dann sagen. TT-Content und Record-UID. Ich kann ja auch was völlig anderes machen. Ja. Ich kann irgendwie einen TypoScript-Schnipsel haben und hier sagen TT-Address oder so. Und dann den Datensatz dieser Adresse, keine Ahnung, Firmenadresse oder so. Und kann die dann, warum auch immer, asynchron nachladen oder was auch immer. Ihr, euch fallen bestimmt noch viel tollere Beispiele ein als mir. Genau, und dann halt, was war das jetzt hier? Ach genau, und dann gibt es halt auch noch mal das TypoScript. Was ist denn hier der Unterschied? Genau, das ist das Gleiche. Auch nochmal TypoScript Path. Hier habe ich nur verdeutlicht, also hier kann ich quasi angeben, einen bestimmten Datensatz. Und wenn ich keinen Datensatz angebe, dann wird der Datensatz genommen, der in dem Kontext des aktuellen Fluid-Templates ist, ne? Weil jedes Fluid-Template bezieht sich auf irgendwas meistens. Also entweder TT-Content oder Page oder euer Plugin News oder was auch immer. Ne? Also wenn ich das jetzt in News-Plugin packen würde, dann würde es dieses TypoScript rendern mit dem aktuellen News-Dateidatensatz oder so. Beziehungsweise nein, mit dem Content-Element des Plugins, so, genau, so war das. Ja, und das habe ich genau quasi so ein bisschen erweiterte Funktionalität. Da habe ich quasi ein Plugin geschrieben, das einfach JSON zurückgibt oder meine Anwendungsfälle waren dann immer, ich habe irgendwie einen X-Base-Controller, Action, die soll eine V-Card, also so, ne, so eine Visitenkarten-Ding einfach zurückgeben. Ja, wie mache ich das? Dann kann ich irgendwie in meinen Controller Action reinschreiben, Header, render das und damit ich halt quasi nicht das andere HTML-Müsli drumherum habe, was meine V-Card kaputt machen würde, mache ich dann Exit oder so und das ist irgendwie hässlich.
Und hier habe ich meinen Controller einfach so gelassen. Ja, ich habe einfach eine JSON-Action, die macht dann eine JSON-Response, da ist nichts weiter drin. Und Topwire kümmert sich dann darum, dass also über dieses Argument sozusagen, diesen URL-Parameter, dass halt nur der Kontext dieses Plugins, in dem Fall ist es eine, was ist hier, nicht all. Headers, es ist eine JSON, Application JSON Response. Genau. So. Ich muss kurz überlegen, ich schaue hier nochmal kurz. Das haben wir durch. Custom. Ah, nee, News. Nee, News habe ich gezeigt, genau. Custom Plugin, ja, kann ich euch vielleicht auch noch kurz zeigen. Das habe ich dann letzten Endes auch mit News nachgebaut, aber das ist noch so ein bisschen Work in Progress, deshalb will ich das nicht zeigen. Also ich hatte halt überlegt, ob das nicht halt sinnvoll ist, dass ich, ne, also quasi Newsliste und hier rechts ist die Detailansicht von der News, ne, dass ich irgendwelche Datensätze habe. Wenn ich hier auf More klicke, dann wird das hier rechts geladen, ne, quasi eine Sidebar und das auch alles mit Turbo Frames entsprechend. Genau. Achso, vielleicht das noch, das ist in dem Template. Message List. Wenn ich hier dann sage, das ist die Liste, hier sage ich Propagate URL, das geht natürlich hier bei dem View Helper auch. Plugin neuladen. Klappt jetzt nicht, weiß ich jetzt gerade nicht, warum das nicht klappt. Aber in der Theorie sollte das auch klappen. Habe ich jetzt nicht nochmal durchgetestet. Vielleicht habe ich da auch irgendwas in den letzten Iterationen verbockt. Aber das ist die Idee, dass ich halt sage, ich habe hier ein Frame, aber alles, was hier drin geklickt wird. Darf ich was dazwischen fragen? Ja, auf alle Fälle. Sowohl bei dem als auch beim anderen Beispiel mit News ist mir aufgefallen, die URL ändert sich da aber zu Ö nicht. Ist das nur ein Fehler? Also die Detail-URL, wenn du bei dem Beispiel Doch, die bleibst, hat sich, hat sich nee, die hat geändert? sich, wenn ich es angestellt habe, hat die sich geändert. Also ich gehe mal wieder zu News zurück. Okay. Vielleicht, genau, also ich klicke hier auf Detail, das wird alles Okay, geladen. hallo. Das ist, Sorry. ja, genau. Nee. Das ist das, was jetzt gerade in meinem anderen Beispiel hier in meinem Custom Plugin jetzt gerade nicht funktioniert, obwohl es funktionieren müsste. Genau, aber das sollte gehen und wie gesagt, das ist nur, oder sich hier. Klappt das mit dem True vielleicht nicht? Eins. Weiß immer nicht, was. Nee, das liegt an irgendwas anderem. Habe ich vielleicht kaputt gemacht, den View Helper. Das kann natürlich sein. Genau. Soweit dazu. Dann schließe ich hier mal meine Demo-Seite und switche zum Showtime. Genau. Dachte, also ich nehme mal die Frage vorweg. Ich arbeite daran, ich hatte ja schon gesagt, ich habe da jetzt schon irgendwie 1,5 Monate knapp reingesteckt. Ich will da auch sehr gerne weiterarbeiten dran und das wird verfügbar sein irgendwann. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Ich will das gerne irgendwie diesmal besonders gut machen und irgendwie schön aufsetzen und irgendwie gute Dokumentation schreiben und das auch wirklich. Ja, ein sehr gutes Produkt sozusagen werden lassen. Und das dauert einfach eine Weile. Vor allem, weil ich ja andere Dinge quasi nebenbei zum Geld verdienen ja auch noch machen muss. Und ja, Geld verdienen ist ein Stichwort. Das ist so ein bisschen meine Idee, muss ich mal schauen. Also ich habe keine konkreten Pläne. Aber also bei ein paar Wochen irgendwas machen oder ich sag mal vor 7 Jahren die Konsole, da habe ich wirklich. Also keine Ahnung, wie viele Personentage da reingeflossen sind in die Typo3-Konsole. Habe ich am Anfang irgendwie quasi einfach so gemacht, weil ich das cool fand. Irgendwann habe ich auch viel Sponsoring dafür bekommen, was dann auch cool war. Hier würde ich es ein bisschen umdrehen wollen und das Sponsoring ein bisschen vorab nehmen und den Leuten ermöglichen, sozusagen
noch viel coolere Features, weil ich super viele Ideen habe, die über das, was ich gezeigt habe, hinausgehen. Also Streams habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Da fehlen noch so ein paar Dinge, dass es auch wirklich super einfach und easy zu integrieren ist, wenn man die benutzen möchte in eigenen Controllern. Das fehlt noch komplett, das will ich noch einbauen. Ich habe noch ganz andere Ideen, wie man richtig coole quasi Komponenten sozusagen bauen kann, auch wirklich ohne JavaScript zu schreiben, die man dann aber quasi entweder im Fluid-Template so ein bisschen. Simon weiß es entweder so ein bisschen im Style von Fluid Components oder vielleicht irgendwie kombiniert mit einer PHP-Klasse, dass man die irgendwie serverseitig definiert, aber quasi magisch funktionieren die dann dynamisch wie so eine View oder React Component und kommunizieren die ganze Zeit mit dem Server. Stichwort davon könnt ihr googeln oder vielleicht wisst ihr auch schon, ist Livewire für Laravel, macht sowas und kann sowas schon. Das könnte man quasi nebenbei noch dran flanschen, das könnte man machen, aber das ist alles, also spreche ich wirklich tatsächlich eher von Monaten an Arbeit. Und das wäre cool, wenn wir das einfach gemeinsam für Typo 3 stemmen könnten, weil ich glaube, das bringt euch in euren Projekten, also uns oder uns alle eigentlich in unseren Projekten einfach weiter. Und genau, und da überlege ich, oder beziehungsweise habe ich schon so ein paar Ideen, die noch völlig unkonkret sind, wie das finanziert werden soll. Das soll nicht so Solar-mäßig sein, es soll anders sein als Codescare, soll ein bisschen personalisierter auf mich sein, dass ich euch ermögliche, mir zu helfen, das quasi richtig cool zu machen, oder der Typo3-Community ermögliche, mir zu helfen, das richtig cool zu machen. Ja, und aber nicht nur für, ne, also hier, das kostet aber einfach, keine Ahnung, Betrag X. Sondern ihr bekommt auch richtig coole Sachen. Also nicht nur die Extension sozusagen, sondern wie gesagt, da kann ich nur keine Details sagen, weil die noch ein bisschen unscharf sind. Aber dass ihr auch auf alle Fälle davon was habt. Ne? Also nicht nur so, ich muss jetzt, ja, jetzt muss ich schon wieder irgendwas bezahlen, so, ne? Irgendwie nochmal 1000 Euro für Solar oder 1000 Euro. Jetzt will Helmut auch nochmal 500 Euro für so, oder 50 oder was auch immer. Ist ja blöd und irgendwie, was, der Abo-Modell, nee, geht ja gar nicht. So, sondern nee. Ihr investiert sozusagen das und ihr bekommt ganz viel. So, das ist sozusagen das Ziel, dass es ein Win-Win-Win wird. Also, dass ich Spaß daran habe und quasi das auch leisten kann, ne? Weil sonst müsste ich quasi einfach andere Dinge machen, dass ich mir die Zeit nehmen kann und dass ihr einfach auch dann coole Dinge bekommt. Einmal sozusagen dieses Paket und dann noch vielleicht ganz viele andere Pakete noch drumherum. Jo. Jetzt ganz viel erzählt. Jetzt seid ihr dran. Ganz schön lange erzählt. Ja, erstmal vielen Dank. Ist ziemlich cool. Also fand ich echt interessant. Hätte ich auch Interesse dran, glaube ich, wenn das mal raus ist, das dann auch zu nutzen. Und kenne da sicher auch ein paar Leute, die da auch Bock drauf hätten. Also doch, sieht echt interessant aus. Und von wegen Sponsoring, ich denke, da kann man schon irgendwas machen. Ich meine, jetzt hat der Nicole hat ja einfach auf Twitter mal gefragt vor kurzem, Ja, ne? genau. Und es gibt da zig Modelle, wie man sowas aufziehen Genau. kann. Ich denke, da wird sich dann schon eine Möglichkeit finden, ne? Genau, ich habe da halt, wie gesagt, ich mag da jetzt noch nicht drüber reden, weil ich das irgendwie so bisschen schwammig sozusagen in meinem Kopf ist, aber ich habe da so eine Idee, was sozusagen mein Ziel ist. Und ich sagen wir es mal so, ich würde mich daran beteiligen, wenn jemand anders mir das anbieten würde, sagen wir es mal so. Also ich habe sozusagen diese Messlatte dann quasi für mich angelegt und ich glaube, es hat das Potenzial, cool zu werden und quasi uns allen zu helfen. So, das ist das Ziel. Es soll irgendwie ja, soll irgendwie schön werden für alle. Ich beende gerade mal die Aufzeichnung.